In unserem neuen Justizkrimi, der erste Patient, geht es um das spannende Thema der KI, künstliche Intelligenz in der Medizin. Eine Ärztin wird nach dem tödlichen Ausgang einer Routineoperation, die von KI unterstützt wird, angeklagt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist die Ärztin eigentlich die Richtige auf der Anklagebank oder gehört nicht vielmehr die KI dahin? Mit unserem Wissen über Justizsystem, Rechtsmedizin und KI macht sich unser Protagonist und Strafverteidiger Rocco Eberhardt auf die Suche nach dem wahren Schuldigen. Unterstützt natürlich wie immer von Dr. Justus Jamer, unserem kongenialen Rechtsmediziner, der auch hier wieder den entscheidenden Twist findet. Es ist schon ein bisschen zugespitzt worden von uns, aber wir stellen ja ein Szenario dar, was durchaus denkbar ist und was in unseren Augen auch in den nächsten Jahren irgendwann kommen wird. Und um den Leserinnen und Lesern das zu verdeutlichen, haben wir es etwas zugespitzt. Aber es wird genau diese Diskussion kommen. Wer gehört denn auf die Anklagebank? Der Operateur oder die KI? Genauso sieht das aus. Und der Vorteil ist, dass wir diese Diskussion ein bisschen vorwegnehmen wollen und auch dadurch den Dialog in der Gesellschaft und natürlich auch bei den beteiligten Parteien einfach starten wollen. Und es ist noch nicht sehr zugespitzt, aber wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie zugespitzt es sein wird. Nämlich genau dann, wenn die ersten Patienten sterben und die Frage der Verantwortung im Raum steht. Also es ist wichtig, dass momentan, so lange bis die Systeme wirklich etabliert sind, immer die Ärztinnen und Ärzte in der Verantwortung stehen. Sie müssen die Entscheidung treffen und dürfen sich beraten lassen. Das heißt, das ist ähnlich wie beim Röntgenbild. Wenn ich ein Röntgenbild sehe als Radiologe, dann habe ich eine Idee, was dort vorgeht. Ich werde auch Empfehlungen aussprechen, aber am Ende der Operateur muss selber sagen, nehme ich das Bein jetzt ab oder nicht, weil wenn er den Patienten aufschneidet, dann sieht er viel klarer. Das heißt, momentan dürfen KI-Systeme nur empfehlen, alles andere wäre fatal. Und vor allen Dingen muss der Diagnostiker, der Arzt zum Beispiel, der Radiologe, sich immer ein eigenes Bild machen. Der kann sich jetzt nicht, wie vielleicht irgendjemand, der ChatGPT sich anguckt, das planlos übernehmen und einfach denken, das stimmt. Nein, das muss nicht unbedingt stimmen, das kann falsch sein. Und deshalb muss man sich selbst nochmal davon überzeugen und muss vor allen Dingen, und das sind auch gerade Rechtsmediziner, völlig flexibel im Denken sein in andere Richtungen und darf sich nicht da was vorgeben lassen von der KI. Übrigens, wenn ihr unser neues Buch bis zum 26. Mai vorbestellt, habt ihr die Möglichkeit, uns beide persönlich bei einem exklusiven Meet and Greet in Berlin zu treffen. Wir freuen uns schon sehr auf euch und weitere Informationen, wie ihr diesen Preis gewinnen könnt, findet ihr online.